Hallo und willkommen zu Lone Star! Wir spielen Industria! Das ist eine deutsche Produktion eines Shooters. 9. November 1989, 8.12 Uhr am Abend, Berlin, Deutschland. Man darf da vielleicht nicht zu viel erwarten von dem Spiel, aber ich wollte es mir gerne mal anschauen, habe es mir gerne gekauft. Man muss ja auch so kleine Produktionen mal unterstützen. Hallo? Nora Solheim hier. Nora, wo hast du been? Walter? Wait, I just came in from the office, I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Bornholmerstrasse. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just 1 hour ago. Wait, what? They closed down the office. The Stasi is already here. They are taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drag you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait. Walter, hello? Did he just hang up on me? Wir befinden uns also in der DDR, gerade beim Mauerfall, und wir müssen jetzt zu unserer Arbeitsstelle. Something's wrong with Walter, and he says he needs to leave. I have to head back to the office and hope he's still there. I really need to look for Walter. Just hope he didn't do anything stupid. Ja, man kann den Text leider nicht lesen. Das sind ein paar Notes. Ja, so schöne Arbeiterwohnungen. Hat sie Kinder? Ob das eine richtige Marke ist? Brooks? Weiß nicht. I should leave now. Ja, wir gehen ja gleich. Da läuft's Radio. Machen wir mal aus. Wir brauchen das ja nicht laufen lassen, wenn wir jetzt gehen. Also es ist 4 nach 12. Ob wir das sind? Unser Hund? Es ist arg dunkel hier. Ich muss vielleicht das Gamma ein bisschen hochstellen. Weil ich glaube, YouTube lässt davon gar nichts mehr übrig. A brilliant machine. It seems our attempts to transmit living tissue have come to a sobering stop. Initial tests were done on microscopic plankton, a test which it seems to be successful as the subjects continued to thrive for days after. Then we tested on algae, at which point the side effects became slightly more apparent. Some of the algae survived the process, and really other than a slight variation in color, it seemed fine. Da kommt dann anscheinend noch mehr. Da kommt dann sicher ein großes Butt noch. Unser Bad. Naja. Alles in grün. Aber ich glaube, ich stelle echt mal kurz das Gamma hoch. Wir sehen uns gleich wieder. Dann gehen wir mal raus. Kein Namen an der Tür.
Steht ein Auto vor der Schranke? Aber es ist ja sauber hier in dem Treppenhaus. Kann man gar nichts sagen. War vielleicht gerade Kehrwoche. Stasi. Walter wasn't kidding. Der hat da auf uns gewartet, dass wir zur Tür rauskommen. Vorhin war er noch an der Schranke. Jetzt geht's Licht wieder an. Beeilen wir uns mal lieber. Hier ist nicht mehr besetzt. Sind es irgendwelche Tickets, die er da rausgibt, oder ist es rosa Klopapier? Was für ein Luxus! Ah, nett. Oder Trabis. Falls es irgendwas anderes ist. Oh. Möge man mir verzeihen. Die Nummernschilder kann man leider nicht lesen. Entweder gehören die so, oder die wurden nicht hier, die UV-Map ist da nicht richtig hinten drauf. Mir kommt sowieso das Auto ein bisschen klein vor, aber ich weiß es gar nicht. Vielleicht waren die auch relativ klein von der Höhe her. Volkspolizei. Ja, da müssen wir wohl rein. Das ist unsere Arbeitsstelle. Atlas Program. Where is everyone? Beziehungsweise Atlas Programm. A brilliant machine, part 2 of 3. So a couple of weeks later, we wanted to try something of notable scale and complexity, such as a rat. With the living rat inside, we started the procedure. As the machine rumbled into life, there was this like a heavy rhythmic shockwave emanating from the shaft. It was shaking the entire room around us. Ooh. Sicherheitszone 1, Dokumente bereithalten. Ah, hier kommt auch auf die englische Übersetzung. Kommt man nicht rein? Kann da leider nicht drüber. Hallo. Tja, in welche Richtung gehen wir denn? Aufzug oder Tür? Hat sich erledigt. Aufzug. Dabei soll man doch in Gefahrensituationen den Aufzug nicht benutzen. So, ich hoffe, sie weiß, wo wir hin müssen. Personenaufzug, 4 Personen. 300 Kilo. Am I still dreaming? Da darf man nicht so schwer sein, sonst sind es nur noch 3 Personen oder 2. Walter? You here? Projektleiterin Dr. Walter Rebel. Oder Rebel? Hm. New diary. Walter is not in his office. I should grab his keycard and head to the machine and search for him. Hier ist also irgendeine
Computerstation. Urkunde. Doktor, Ingenieur, Diplom, Physiker, Walter Rebel. Hat am 9.06.1981 erfolgreich als Projektleiter des Forschungskomplexes extra... Extraterrestik 1. Mal aufhören zu wackeln, bitte. Schweno mit seiner Arbeitsgruppe Materie in eine fremde Zeitschicht transportiert und unverändert zurückgehalten. Damit ist ein Meilenstein für die menschliche Wissenschaft erreicht worden. Ministerium für Forschung und Wissenschaft. 9.06.1981. Beförderung. Hiermit erhält Dr. Ingenieur Diplom-Physiker Walter Rebel oder Rebel? Ich kann mich nicht einigen. Wohnhaft in Schwenau? Schwenau? Ich kann es nicht lesen. Geboren am 6.12.34 in Weimar. Die Beförderung zur Projektleitung des Forschungskomplexes Extraterrestik 1 FKE in Schwenau. Hiermit erhält, ich lass mal Walter Rebel, den besonderen Auftrag der Deutschen Demokratischen Republik, Forschung zum Thema Extraterrestrik voranzutreiben. Es werden dazu besondere Mittel zur Verfügung gestellt. Auszeichnung. Eine besondere Auszeichnung im Namen des Volkes der Deutschen Demokratischen Republik wegen besonderer Leistungen im Bereich der Forschung der künstlichen Intelligenz und Astronomie verliehen. Hat einen Haufen Auszeichnungen bekommen. Corrupt Hard Disk. Sectors found. Please select valid boot device. F2 Neustart, F3 Format. Kann ich aber nur grabben hier. Also nicht mehr alles okay. Das sind auch komische Namen da oben. Die kann man gar nicht lesen. Ja, was ist eigentlich aus der Uhrzeit geworden? Wir hatten doch vorhin 5 nach 12. Sehr seltsam. Uns fehlt der Teil 3 von der Brilliant Machine. I want to inform you that Comrade Schabowski publicly said in a press conference 45 minutes ago that the GDR citizens are free to cross the borders. I would suggest collecting all documents you can, as there will be consequences to your program. We sincerely wish you all the best. K. Also, man soll das sinkende Schiff verlassen. Da ist die Keycard. He left his keycard? Could be useful. Ja, das sind wohl wir. Können wir da noch was machen? Ich sehe es gerade nicht. Ah, da kann man in die Maschine reinschauen. Dann benutzen wir mal die Keycard. Ja, aber wie? Use Object. Ah, E-Use. Come on, come on, come on, come on. Yes, perfect. Krieg ich den Zettel nicht mehr zurück? Naja. Ein paar Akten runtergefallen. Bandmaschinenarchiv. So, ups. Was gibt's denn hier Schönes? Da haben sie vielleicht schon angefangen aufzuräumen, damit keine Akten
in die falschen Hände geraten. 1980 bis 1985, 85 bis 90. Beschriftet ist es aber von 1971 bis 72. Das ist ja völlig falsch sortiert hier. Wer hat hier eigentlich aufgeräumt? Unglaublich. War da was? Oh, da ist es arg dunkel in der Ecke. Was läutet denn hier immer? Ich glaube, das ist irgendeine falsche Spiegelung. Lauter Bandmaschinen. Das ist noch der Platz von draußen. Codeliste. 5.11.89, 0012. 6.11. Ah, okay. Das ist vermutlich irgendein Türcode oder sowas. Ja, jetzt habe ich natürlich ganz vergessen, wie vielen wir heute eigentlich haben. T-Alert. Archiv und Sicherheit. Eieiei. Dabei sollte man das eigentlich wissen, was für ein Datum das ist. Ah. Tür geht gar nicht mehr auf. Also ein One-Way-Ticket. Abteilungsleiter Professor Dr. Burg und Dr. Frey. Da gibt es auch Probleme mit dem Computer. Es fragt sich sowieso, wie der läuft. Da sind ja gar keine Kabel angeschlossen hier. Der Monitor ist nicht angeschlossen. Kein Stromkabel dran. Sehr seltsam. Die machen hier also noch andere Sachen. Und ich glaube, die Uhr ist schon wieder gesprungen. Oder war ich jetzt so lang? Was gibt es denn hier Schönes? Vent Radioactive Gas. Das ist doch die Frage bei Homer Simpson. Venting prevents explosion. Habe ich jetzt No gedrückt? Eieieiei. Das ist genau das gleiche Board, das wir, glaube ich, zu Hause haben. Aber vielleicht macht sie das auch so. Atlas by Walter Rebel. Dear Professor Dr. Walter Rebel, it is an honor to tell you that our board of scientists has decided to give you the Innovation Award for Outstanding Scientific Achievements 1975. Your work on the artificial intelligence Atlas is unmatched, not only in the German Democratic Republic. Congratulations, we can't wait for your future endeavors. The Innovation Award for Outstanding Scientific Achievement. Gabriel Isam. Gibt's hier irgendwas? Sehr seltsam, was soll denn das hier? Macht ja gar keinen Sinn. Harddisk-Fehler. Zur Senderanlage. Dekontaminierung. Observationskammern. I need an access code to gain entrance to the machine chamber. There's normally a list of daily codes in the archive room. Also der Hinweis. Ja, aber der, wie viel ist denn heute? Verdammt. Das musste man eigentlich echt wissen. Ah, falsche Taste. So, Journal. Wo haben wir es denn?
Was haben wir noch? War der letzte Tag. Sieht ein bisschen seltsam aus. This doesn't look good at all. Zehn Tage. Neun Tage. Okay, da liegt irgendein Fisch. Das sind vielleicht die Versuche, die sie gemacht haben, die Ergebnisse davon. Sehr seltsam. Zur Sendeanlage. Oh my God, what is happening? Why is it checking that bad? Walter! Are you here? What is happening here? Why is it going that wrong? Holen wir mal den Lift. Die Tür hier auf, merkt es gleich. The shockwaves destroyed the crane. I have to find an alternate path up to the sender. Nicht nach unten gucken. Willkommen im Abschnitt 2 der ESE-Anlage. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen Schutzhelm zu tragen. Bei Nichteinhalten dieser Schutzmaßnahme ist mit sofortiger Kündigung zu rechnen. Unbefugten ist der Zutritt untersagt. Deswegen sauge ich bei der Arbeit immer Helm auf. Hier werden wir angekommen mit dem Lift. You did it. You brilliant idiot. Okay. He did it. He entered the machine and God only knows where he'd ended up. My only hope now is to follow him inside. Also so eine Art Beamer durch Raum und Zeit. Oder nur durch Zeit? Nur durch Raum? Seinen Koffer hat er nicht mitgenommen. Ready? I'm coming for you, Walter. You can't leave me here. Thank you.
really set the security protocols. 1B. One A. Sieben H. Fünf A. Und jetzt? Finally! Now get me the hell out of here. Okay. Alright. This feels weird now. Oh shit. Oh my god, is this right? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my god. These are strange days. First all these people didn't hear about this first place. Then the two fishermen saw this blue light in the fjord, and now this man coming out of the air. I think he's being held by this okay, sind wir in einer Art Bibliothek? Kann man nicht lesen. These are strange days. First all these walking machines being sighted in the forests, then the two seltsamer Titel. Buchstaben kann man lesen, aber den Rest nicht. Ob die bloß vertauscht sind? Aber aus WB und RL kann man wenig machen. Dann gucken wir mal, dass wir runterkommen. Ich sehe keine Treppe. Der Grafikstil gefällt mir hier sehr gut. Hören irgendwelche seltsamen Stimmen und die gleichen schlechten Türen wie in unserem Haus. What? Ja. Sehr seltsam. So ganz real ist das alles nicht, ja?
Jeez. Walter? Zehn Jahre Widerstand, 10 Jahre Rosendahl, 10 Jahre Wunder. Und hier ist wohl das andere Ende der Maschine. Tja, da sind wir in einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit irgendwie anscheinend gelandet. Um da rauszufinden, wo wir sind, würde ich sagen, das schauen wir uns heute nicht mehr an. Machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.